Herzlich willkommen heute Abend zur Eröffnung der Ausstellung von Sieglinde Kallenbach. Herzlich willkommen, Frau Kallenbach, hier in Aachen. Und Frau Kallenbach ist hier mit einem zweiteiligen Projekt zu sehen. Von mir aus gesehen rechts in diesem Raum finden Sie Aufnahmen eines japanischen Festes, Nemuta-Fest und des Kölner Karnevals. Und Frau Kallenbach hat sozusagen immer wieder interkulturelle Phänomene untersucht, wo in bestimmten rituellen Handlungen Gemeinsamkeiten und Analogien auftreten. Sie selbst versteht sich ja als Multimedia- und Performance-Künstlerin und hat quasi immer ihren Körper als künstlerisches Instrument eingesetzt. Dieser Körper, wir alle wissen das, funktioniert nicht immer so, wie er sollte, und Frau Kallenbach erlitt eine Krebserkrankung. Dieser zweite existenzielle Teil findet sich in dem linken Flügel und dort sehen Sie die enorme Kraft und Widerständigkeit, mit der Sieglinde Kallenbach gegen dieses Schicksal angekämpft hat. Sie hat dafür verschiedene Projekte entwickelt, unter anderem natürlich hat sie gezeichnet, sie hat sich selbst schonungslos fotografiert, aber sie hat auch ein großes Projekt initiiert, Performance Live, wo sie eben wieder an ihre alte Tradition der Performance anknüpft und Unterschriften sammelt, quasi wie ein symbolisches Guthaben, Sympathiebekundungen von allen, die sagen, es könnte jedem von uns passieren und wir geben unsere Stimme dafür, dass die Leute, die es betrifft, sich nicht allein fühlen, dass sie wissen, es gibt jemanden, der symbolisch an uns denkt. Denn es gibt natürlich auch im künstlerischen Bereich viele Traditionen und viele Fundamente, die für Frau Kallenbach auch natürlich als Rückhalt dienen. Die großen Namen, Joseph Beuys, zeige deine Wunde, hat es als Programm formuliert, quasi zeige deine Schwäche, zeige das, was dich vielleicht angreifbar macht durch andere. Auch Andy Warhol, der andere Gigant des Kunstbetriebs, hat seine Wunden gezeigt nach dem Attentat auf ihn. Sie kennen diese Fotos alle, wo er die Schnittwunden seines Körpers bloßstellt und sagt, so bin ich, schaut er bloß und verletzt, ich bin nicht mehr intakt, ich bin derjenige, dem das Leben Wunden zugefügt hat. Und als letztes vielleicht noch Frida Kahlo zu nennen, in dieser Reihe der großen Namen, die ihre Verletzungen, ihre Krankheiten zum künstlerischen Thema gemacht hat. Diese Reihe ist ein stärkendes Band, um nicht nur sozusagen alleine dazustehen, sondern zu wissen, dass sie auf diesen Traditionen aufbauen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig, damit wir auch nicht vergessen, dass sozusagen der Kunstbetrieb nicht nur aus tollen Preisen und lärmenden Vernissagen besteht, sondern es ist immer der existenzielle Grund, der Künstler zum Arbeiten antreibt. Wir sehen zwei Werkreihen, Reinbold, Shinkansen und Katz. Die Künstlerin arbeitet in den Bereichen Performance, Fotografie, Video, Zeichnung und Malerei. Und alle diese künstlerischen und medialen Bereiche sind miteinander verwoben. Einige von Ihnen kennen das Werk von Sieglinde Kallenbach vielleicht schon seit den 80er Jahren, als sie sich vor allem im Bereich der Performance Art einen Namen gemacht hat. Und auch heute sind in ihren bildnerischen Arbeiten immer wieder direkt oder indirekt eine Relation zum Aktionismus und zur Interaktion erkennbar. Das ist der eine Entwicklungsstrang, auf den ich verweisen möchte. Aber dann ist zu betonen, dass die Entwicklung des bisherigen Gesamtwerks zu ganz erheblichem Teil durch das Reisen sich ergeben hat, durch die Beschäftigung mit interkulturell fassbaren Phänomenen. Und diese Erfahrung fließt vor allem in die Thematik der fotografischen Werkreihe Reingold Shinkansen ein. Es geht also immer um den Entstehungsprozess von Kunst, von medialer Kunst, vom direkten Erleben, was in die Malerei einfließt, in die Performance und so weiter. Und es geht eben gerade auch bei Sieglinde Kallenbach um das Fahren und das Reisen als Moment des künstlerischen Handelns. Die zweite Werkreihe Katz beschäftigt sich mit den Krebserkrankungen der Künstlerin 2000 und 2007. Sie hat während der Operation die amputierte Brust fotografieren lassen und später auch ein Selbstporträt mit der Wundnarbe angefertigt. Sie hat im Krankenbett Zeichnungen zu Papier gebracht, die schlimmste Ängste, tiefste Verzweiflung und höllische Schmerzen ausdrücken. Es sind wirklich Visualisierungen einer existenziellen Extremsituation. Diese Werke sind aber als autonome Kunstwerke einzustufen.
Unfreiwilligerweise knüpfen diese Arbeiten an die früheren Performances an, bei denen Kallenbach den eigenen Körper als künstlerisches Material und Instrument eingesetzt hat. Und bei Katz geht es nun inhaltlich um die Akzeptanz auch des beschädigten Körpers entgegen den gängigen Vorstellungen von Perfektion und kosmetisch überhöhter Schönheit im gesellschaftlichen Mainstream der Lifestyle-Ideologien. 2001, nach der ersten Erkrankung, begann Sigrid Kallenbach Empathie- und Solidaritätsbekundungen für Krebskranke zu sammeln, als Unterschriften oder kleine Zeichnungen auf Textilien, auf Zeltkladen, in Klappen, auf Malleinwänden und so weiter. Und bis jetzt hat sie bei diesem Projekt in Performance Live mehr als 30.000 Signaturen zusammengetragen, die sie später in eine abstrakte Form transformieren will. Auf den Leinwänden bildet die spiralförmige Anordnung der Signaturen per se eine künstlerische Ornamentik. Und in einem weiteren Arbeitsschritt erfährt dieses kalligraphische Geflecht dann eine optische Verfremdung. So hat Sigrid Kallenbach zum Beispiel mehrere Signaturebenen auf transparentem Untergrund übereinander kopiert. Und in dieser Verdichtung umfasst die relativ kleine Fläche des Bildträgers schließlich mehrere tausend Unterschriften. Das Projekt A Performance Live umfasst eben keine statischen Tafelbilder im klassischen Sinne, sondern es sind stofflich gefasste Momente einer interaktiven Prozesskunst, die ständiger Bewegung, Veränderung und Ausdehnung unterworfen ist. In der künstlerischen Weiterbearbeitung findet eine symbolische, aber auch ganz konkret künstlerisch-ästhetische Transformation der Orte statt, an denen diese Signaturen entstanden sind. Und das knüpft inhaltlich durchaus an die Parabelhaftigkeit von Reisen und Mobilität an. Abgesehen davon, dass eben ein erheblicher Teil dieser Unterschriftensammlung per se auf Reisen zustande kam. Eigentlich fängt erst mit Frida Kahlo eine direkte, unverblümte Darstellung von Schmerz, von Leid, von Krankheit in der Kunstgeschichte an. Und das ist erst 60, 70 Jahre her. Und erstaunlicherweise tangieren die zeichnerischen und fotografischen Motive der Serie Katz von Sigrid Kallenbach auch heute noch Tabus in einer sensationslüsternen, ansonsten völlig tabulosen Gesellschaft. Diese Sensibilität, stellen Sie das dar, was wir eigentlich von der Kunst verlangen, was wir immer von der Kunst verlangt haben. Sie sind ehrlich und authentisch.